Son Goku ist gestorben, die zwei Saiyajins sind jetzt auf die Erde angekommen und wir müssen jetzt schnell die Dragon Balls finden, um hier Son Goku wieder lebendig werden zu lassen, ne? Und um das zu erreichen, müssen wir die erstmal finden und ja, darum geht's in dem heutigen Part und wir kommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z. Sagas, wir haben gerade einen Busch gefistet, alles klar. Also, ich weiß nicht, was trauriger ist. Der Fakt, dass wir gerade hier mit Büschen anlegen oder ohne. Und ich dachte, verteilt ihr euch? Hör auf, geh sterben. Ach komm, natürlich eben die Eier, ne? Ich bin für alles offen, ne? Ach, da kommt ihr her, ne? Jetzt bekannt die Eier? Verpiss dich! Oh, das ist ein Dragon Ball. Und, ja, unser Radar hier oben rechts, der zeigt ja einfach, wo die Dragon Balls sich ja befinden. Aber nicht vor der ganz andere Scheiße, wie beispielsweise Kapseln oder Gegner. Das können wir natürlich dann auch irgendwann, aber das dauert noch eine Weile. Das dauert noch ein bisschen. Aber Geduld ist ja hier im Spiel sehr nötig. Ich habe vor, auch mit den Tech-Coins, die wir uns hier sammeln können, das sind ja nicht gerade wenige, drei Fähigkeiten freizuschalten mit einmal und zwei eher Supporter-Fähigkeiten, aber die werden uns im späteren Kampf noch nützlich genug sein, ne? Die Frage ist nur, wo die nächsten Gegner sind, ne? Hier ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Was kommt da? Ach, du Gottes Willen! Das ist viel stärker als die anderen, ne? Ich werde das Ding. Und verrecke! Wie meine Coins kommen, habe ich jetzt so eine Idee, aber... Verreck! Mal deswegen. Danke für den... Ja, Dragon Ball und hört auf, die Gegner zu bomben. Seid ihr Terroristen oder was? Ja, jetzt wisst ihr Terroristen, ne? Ich werde dir nicht zulassen, dass die irgendwie weitermachen, ne? Der ist fast tot. Der ist fast tot. So, und jetzt zu dir. Oh. Oh, der hat mich gebitslappt. Ich hab ja Angst. So, der ist down. Haben wir jetzt Ruhe vor denen oder. Nee. Die kommt gleich wieder. So. Die Coins, die holen wir uns dann noch später, aber erstmal. Sehen wir zu, dass wir den Rest der Kunde bekommen. Und natürlich auch alles finden. Nichts verpassen. Alle von mir den Dragon Raider, der uns ja schon dabei hilft, dass wir Eis finden. Ich weiß nicht, können wir uns hier schon die Upgrades holen? Ja, wir können ja erst Star purchasen, aber. Na gut, soll kein Ding sein. Ich habe das Gefühl, es kommt gar die nächsten, ne? Und verreckt! Wow. Kannst du bitte sterben? Hör auf zu spucken, du Wichser. Ey, wieso greifst du mich an? Ich hab dir nichts getan. Außer die Eier getreten, aber trotzdem. Ja, jetzt hab ich auch die Eier getreten, ne? Bye, bye. Jetzt kommt der nächste Übermächtige, ne? Oh nein. Ich kümmere mich um dich jetzt erstmal als erstes, ne? Oh nein, der besiegt ja ein. Kannst du bitte sterben? So, ist er down? Yep, er ist down! Kannst du bitte auch noch sterben? Danke! Er hat selber das Leben genommen. Kann ich auch nachvollziehen, also.
Ich meine, so aggressiv wie ich hier vorgehe, hab mich auch anzugreifen, ne? Ich will mich mal hier umgucken und die greife ich die ganze Zeit an. Eiertritt! Meine geheime Technik, ne? Wenn ihr jemanden verprügeln wollt, merkt euch immer die Eier treten, immer schön so weitermachen. Das gefällt doch jedem von uns. Wobei, ist das eigentlich nicht unfairer zu kämpfen? Fliegen wir mal weiter. Ich glaube, hier ist eine Münze, ne? So, haben wir. Ist das doch irgendwas? Ich meine, die Gegend ist ja nicht gerade klein, ne? Ja, die Gegend ist wirklich klein und hier kommen schon gleich die nächsten Gegner, ne? Oh, kann man einfach rüberjumpen, ne? Ja, jetzt müssen wir nur alle hier finden, ne? Jetzt will ich ganz schneller fliegen, oder? Da haben wir die Fähigkeit noch nicht. Dann suchen wir mal gefälligst danach. Da ist der Coin! Der zu Coin! Coins are very important. Oh, 10 haben wir schon. Da haben wir ja gleich 13. Hallo? Nummer 11. Na, wo sind die nächsten? Ich glaube, die müssen jetzt ja gleich kommen, die um die Ecke, ne? Dann haben wir. Hier sind eins. Und noch einer. Wir haben schon 14 Coins. Das heißt, zwei hier fehlen noch. Dann haben wir ja alle zusammen, nicht wahr? Ich will nur vor, aber ja, vielleicht ist ja noch eine Coin, die ich nicht gesehen habe. Oder was anderes. Nein, wir haben ja alles. Dann sollen wir mal zusehen, dass wir den letzten Dragonborn noch finden, der noch irgendwo vergraben ist. Da ist ein Fels. Danke, dass du gestorben bist, Fels. Oh! Ah, da war nix. Ist da irgendwas oder hier ist eher nix? Nein, hier scheint nichts mehr zu sein. Außer Grafik. Moment, das sah gerade sehr interessant aus, ne? Hier ist keine Coin. Verstehe. Sah gerade sehr interessant aus. Sah gerade wirklich extrem interessant aus. Wollen wir das zerstören? Ja. Da geht's weiter. Boah. Geht hier wirklich noch weiter oder bin ich nur so blöd? Definitiv geht's auch weiter, ne? Oh Gott! Die auszulöschen. Die haben uns getroffen. Hey, das. Eiertritt! Eiertritt, komm. Misshandelt die doch mal endlich. Die Kohlen müssen erstmal raus. Die nerven einfach nur noch. Jetzt werden wir den. Und jetzt den Bitch-Level reinwirken, ne? Wow. Hardcore. What? Das war nicht schlecht. Bitte stirb doch mal einfach. Danke. Ich muss noch hier nach dem Rest suchen, der hier noch irgendwo versteckt ist. Ja. Der ist down. Ich muss den töten.
Hallo. Ich will den töten. Ich will den doch töten, ne? Ich muss doch mal irgendwelche Gegner töten, ne? Und jetzt mit dir. Hallo? Oh Mann, die wollen echt alle heute nicht sterben, ne? Nein. Jag deine Kollegen hoch, aber nicht mich. Alter. Wie die alle angreifen, ne? Ich tritt dafür dir die Eier. Das ist Sensubin, ne? Okay. Ja. Ich weiß. Ich weiß, dass uns auch Dragon Balls fehlen. Genau deswegen mache ich ja die Scheiße hier, ne? Und ich merke, wir haben eine Kapsel übersehen, ne? Oder? Hier fehlt ja noch eine. Lol. Wo zur Hölle steckt die... Ja, aber wir haben eine Kapsel vergessen, ne? Wo ist die denn? Flightspeed erhöhen. Turbo KI. Und Key Sense. Wo haben wir denn die übersehen? Das ist die gute Frage, ne? Mit dem Turbofly. Ach, da ist die Kapsel. Hab ich schon gewundert, wo die ist, ne? So, das Gewehr sind jetzt over 9000, aber. Unsere Leim sind auch im Arsch, ne? Ja. Ah. Kann man auch machen, ne? Das wusste ich auch noch nicht. Gut, weiß ich auch Bescheid. Na dann, Nappa. Wird Zeit, dir den Arsch aufzureißen, oder? Und da ist er ja schon. Power Level 4000. Led by Piccolo and Gohan, the Z Warriors join forces to combat the Saiyan threat. But despite their best efforts, none are able to stand up to the power of the Saiyans. One by one, the Z Warriors fall, until only Piccolo and Gohan are left as the Earth's last line of defense against the evil Vegeta and Nappa. Krillin lebt immer noch. Der ist nicht gestorben. Aber das sollen wir natürlich wieder mal hier vergessen, ne? Wow! Ich stelle dich in die nächste Dimension, ne? Was zum Fick? Ihr habt mich einfach ausgetrickst. Was für ein Idiot. So. Und jetzt kommst du mal her. Eiertritt. So. Jetzt kommst du her. Alter, wir machen den gerade fertig, ne? Mehr vielleicht keiner, aber der wird gerade von uns so hart penetriert, Alter. Hallo. Willst du sterben? Er lebt immer noch, aber nicht mehr lange, ne? Okay. Meinetwegen, tritt mir einen rein. Schlag mich ruhig. Ich smash you the next week, ne? Ja. Okay. Hä, ich hab dich angegriffen. Ja. Könnt ihr bitte ganz sterben jetzt? Nein!
komm bitte. Und jetzt komm. Oh. Das, Alter, das macht doch Fun, ey. Das macht doch Fun. Napa zu provozieren, ist ja eh meine Lieblingsbeschäftigung, ne? Und jetzt nochmal. Na gut, Teleportation wäre jetzt wahrscheinlich auch nützlich, aber ich will fürs nächste Mal aufsparen, weil die Attacke ist zwar... Nein! Er fickt uns! Oh Gott! Nicht mal in Ruhe verkämpfen darf man hier! Ey! Ich werde dir die Eier treten, ne? Eier treten ist meine Lebensbeschäftigung immer noch. Ich glaube, dass ich ja den Partner Nappa die Eier treten, ne? Aber wir reden auch noch darüber, ne? Kennt ihr noch Dr. Eggman und die Party ist perfekt, ne? Hat jemand über mich gesprochen? Eggman, wir haben nicht über dich gesprochen. Raus ist der Aufnahme. Ach Gott. Da ist schon in Ordnung, wenn es halt so ist. Ja, und jetzt komm, stirb, Nappa. Wir haben ihn. As the fight takes a deadly turn, Piccolo dives in front of Nappa's attack, giving his own life to save Gohan. As Gohan bids a final farewell to his friend and mentor, his father Goku returns from Otherworld and races to the battlefield to put an end to the carnage once and for all. Und ja, das machen wir dann natürlich dann im nächsten Part. Von daher, ihr könnt schon mal in den Kommentaren eine Wertung da lassen. Bis jetzt im nächsten Part wieder. Bis dahin. Mit der Ratio 40%, Kiertag Ratio 36%. Okay. Na dann. Please wait. Ja, wir sehen uns natürlich dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und Emerald Control.